Hallo Jena. Zur heutigen Freitagsbotschaft zwei Themen aus der Stadt, drei, wenn wir Corona mit einbeziehen. Das erste war gleich zu Beginn der Woche ein wunderschönes Format, die Seniorenbeiräte im Plural. Der Seniorenbeirat der Stadt Jena und der Stadt Erlangen haben, naja, Corona-bedingt, trotzdem eine Weihnachtsfeier zusammen gefeiert und das Ganze virtuell. Organisiert von unserer Altenhilfeplanerin hier in der Stadt Jena, von Frau Wächter und Frau Wackernagel, die inzwischen die Vorsitzende des Seniorenbeirats ist, nachdem zu unser aller großer Schock im Verlauf des Jahres Ralf Kleist ja plötzlich verstorben war, der diese Rolle hervorragend ausgefüllt hatte vorher. Beide haben diese gemeinsame Sitzung als virtuelle Weihnachtsfeier organisiert und sie haben beide Oberbürgermeister, also Florian Jannig auf Erlanger Seite und auf unserer Seite war ich dabei, mit dazugeladen in die Runde. Und so haben wir mit, ja, ich würde sagen, um die 40 Personen auf beiden Seiten trotz Corona einen würdigen Rahmen gefunden, einen sehr angenehmen und feierlichen Rahmen gefunden, eine Weihnachtsfeier zu begehen. Wunderbare Initiative, in der natürlich auch einmal Revue passieren lassen konnte, gegenseitig, was die Beiräte, die Seniorenbeiräte eben so alles auf die Beine stellen. Und Sie wissen ja, dass bei uns in Jena, und das ist in Erlangen ganz genauso, der Seniorenbeirat einer der aktivsten überhaupt ist und schon die ganzen letzten Jahre immer gewesen ist. Treiber anderer Beiräte, wenn man so will. Viele Mitglieder im Seniorenbeirat sind auch in anderen Beiräten aktiv und leisten dort wesentliche Impulse. Und wenn man einmal im Jahr ja dann auch die Gelegenheit hat, als Beiratsvorsitzender im Stadtrat zu berichten und dem Stadtrat Impulse mitzugeben, dann wissen wir seitens der Verwaltung, dass die meisten Impulse in der Regel vom Seniorenbeirat kommen. Insofern ein wunderbares Format, eine schöne Gelegenheit und gerade, dass die ältere Generation sich eben auch in diesem virtuellen Format wie ein Fisch im Wasser bewegt hat, hat mich sehr beeindruckt. Das war wirklich toll. Gruß nach Erlangen, an den OB, an Peter Steger, der die Städtepartnerschaft ja pflegt von Erlanger Seite, an Elske Preuß, die vormalige Sozialdezernentin, die ebenfalls mit in der Leitung war. Das zweite Thema war gestern. Am gestrigen Donnerstag haben wir offiziell nun zum Fahrplanwechsel des Jenaer Nahverkehrs die Haltestelle, die bislang Damaschkeweg hieß, umbenannt in Enver-Schimschek-Platz. Das war, nachdem wir ja schon im vergangenen Jahr den Platz selbst so benannt haben, in Vorausschau damals auf dieses Jahr 2021, in dem wir ja im Rahmen von Kein Schlussstrich Jena uns viel, viel Zeit genommen haben und viel Kraft investiert haben in die Aufarbeitung des NSU-Komplexes und der furchtbaren Taten aus vor 20 Jahren, die vor 10 Jahren etwa aufgeflogen sind, erst aufgeflogen sind. Und wir haben viel, viel Kraft da investiert, um dieses Thema zu bearbeiten, aufzuarbeiten, ins Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Jena zu holen, weil uns hier natürlich eine ganz besondere Verantwortung zukommt als Stadt, aus der die Täter kamen, in der sie aufwuchsen, in der sie ihre radikalen Ansichten entwickelt und ausgelebt haben. Dieser Verantwortung stellen wir uns seit diesem Jahr, seit letztem Jahr ganz besonders. Und dann ist es wie ein Schlussstein im Rahmen dieses sehr, sehr umfangreichen Programms, über 70 Veranstaltungen allein hier in Jena. Und Sie wissen ja, dass das bundesweit ausgestrahlt hat und bundesweit stattgefunden hat. Wie ein Schlussstein zu diesem Programm jetzt eben in unmittelbarer Nachbarschaft zum Enver-Schimschek-Platz auch die Haltestelle dort so zu benennen. Es geht uns dabei ja darum, Say Their Names ist das Hashtag, das immer wieder verwendet wird, die Namen ins Bewusstsein zu rufen, das als Problem als solches ins Bewusstsein zu rufen. Sage meinen Namen und ich habe wieder einen Namen, heißt eine Textzeile in dem überaus beeindruckenden Oratorium, das als Welturaufführung hier in Jena und an anderen Orten simultan gleichzeitig aufgeführt wurde. Und das geht unter die Haut, insbesondere wenn man es in diesem Musikstück hört. Und da begreift man, wie wichtig das den Angehörigen, den Hinterbliebenen, der Opfer ist, dass eben die Namen nicht in Vergessenheit geraten. Und deswegen diese Benennung der Haltestelle, damit auch diejenigen, die jetzt nicht regelmäßig in Winsala über den Platz gehen, sei es im Vorbeifahren, auch mitbekommen, hier ist etwas und die Stadt Jena erinnert sich daran. Die Haltestelle haben wir eingeweiht. Wir hatten vorher Rückmeldungen sowohl aus der Familie Schimschek bekommen, als auch aus dem runden Tisch. Das ist, das muss man noch kurz erwähnen,
in Ordnung ist, aus deren Sicht, dass wir in den elektronischen Anzeigesystemen den Namen Shimshek nicht ganz korrekt schreiben. Sie wissen, dass da unter den S jeweils so eine Sedille drunter ist, die eben ein Sch draus macht. Und das ist in den elektronischen Anzeigesystemen nur mit immensem Aufwand, glaubt man gar nicht, aber ist so, mit immensem Aufwand nur zu ändern. Das würde sehr, sehr schnell hohe sechsstellige Beträge kosten. Das geht natürlich nicht. Deswegen haben wir uns vor allem bei der Familie und bei der Zivilgesellschaft rückversichert, dass es in Ordnung ist, dass wir es leicht falsch schreiben. Es wissen natürlich alle, was gemeint ist. Und bei der Ansage zum Beispiel in den Bussen und Straßenbahnen wird es natürlich korrekt ausgesprochen. Ein wichtiges Zeichen, das die Stadt hier setzt. Und natürlich, kein Schlussstrich hieß das Programm. Und so ist es auch gemeint. Wir werden mit 2021 nicht aufhören, uns diesem Thema zu widmen. Ja, und dann, ich sagte es, auch diese Woche natürlich geht es nicht ganz ohne Corona, aber eine positive Meldung heute, eine sehr, sehr positive. Die Corona-Woche, wenn man so will, war geprägt vor allem von dem neuen Impfzentrum, das wir kommunal organisiert haben, ein Kinderimpfzentrum insbesondere. Sie wissen, dass seit wenigen Tagen die Ständige Impfkommission ja die Empfehlung ausgesprochen hat, zunächst vor allem bezogen auf Kinder mit Vorerkrankungen, aber eben auch mit dem Statement, es ist okay und gut, wenn sich alle Kinder zwischen 5 und 11 auch impfen lassen. Und das läuft jetzt an. Und wir haben das organisiert. Erneut ein großer Dank an Christian Gerlitz, der in diesen operativen, organisatorischen Dingen in der Pandemiebewältigung in den letzten Wochen wirklich viel, viel Kraft und Engagement entwickelt hat, dass wir hier ein Impfzentrum insbesondere für Kinder eingerichtet haben im Volkshaus. Das lief am Donnerstag an und wir sehen, dass schon am Donnerstag alle Termine, die wir da vergeben konnten, auch gebucht waren. Und man möchte ja fast als jemand, der gar nicht nur zum Impfen hingeht, sich das angucken, weil die Einrichtung so wunderbar gelungen ist. Ich hatte letzte Woche ja schon angekündigt, dass man natürlich ein Kinderimpfzentrum etwas anders ausstatten muss als eines, das sich an Erwachsene richtet. Da muss es bunter sein, da muss es farbiger sein, da muss es kindgerecht zugehen und vor allem muss es darum gehen, den Kleinen vor der Impfung die Aufregung zu nehmen, sie ein bisschen runterzufahren, sie ein bisschen abzulenken. Und das funktioniert dort ganz hervorragend. Und die Impfbereitschaft der Eltern und ihrer Kinder ist hoch. Da freuen wir uns sehr darüber. Und wir sehen, dass dieses Angebot, weil es davon so viele eben gar nicht gibt, weit, weit überregional ausstrahlt. Ein Beispiel, da kamen Familien aus Bitterfeld extra nach Jena gefahren, um ihre Kinder hier impfen zu lassen. Sie sehen, da ist die Stadt überaus aktiv. Das, was wir tun, können in der Pandemiebekämpfung, tun wir auch. Und ich glaube, sagen zu können, dass wir das auch sehr erfolgreich tun. Ja, und damit soll es für heute auch genug sein. Drei Themen waren angekündigt. Sie wissen, dass wir in der nächsten und übernächsten Woche an Heiligabend und an Silvester keine Freitagsbotschaft aufnehmen. Wir haben Weihnachtsruhe und die sei auch Ihnen gegönnt. Vielleicht mal nicht an Politik denken. Nach Möglichkeit vielleicht auch Corona irgendwie ein Schnippchen schlagen, indem man eben Weihnachten ganz ruhig zu Hause im kleinen Kreis mit der Familie begeht. Ich wünsche Ihnen insofern drei angenehme Wochenenden und auch jetzt schon ein frohes Fest, einen guten Start ins neue Jahr und wünschen wir uns alle, dass das neue Jahr etwas entspannter für uns alle wird, als es die vergangenen beiden waren. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.